Zeuge Jonas Friedrich, Rentner, 60 Jahre alt, 83. Verhandlungstag, 28.08.1964. Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Herr Zeuge, Sie hatten sich freiwillig in das Arbeitslager gemeldet, weil Sie hofften, damit der Einweisung ins Ghetto zu entgehen. Sehr richtig. Ja. Sie sind dann schließlich verhaftet worden. Und zwar hat man Ihnen was vorgeworfen? Dass ich einen ausländischen Pass mir besorgen will. Sie hätten sich einen ausländischen Pass besorgen wollen. Sie sind dann ins Gefängnis nach Blaschow gekommen. Ins Lager. Ins Lager. Und waren dort bis wann? Bis Anfang 44. Bis Anfang 44. Ins Lager kam dann auch Ihre Familie. Jawohl. Und insbesondere auch Ihr damals 9,5-jähriger Sohn. Jawohl, der mit mir war in Auschwitz. Der mit Ihnen in Auschwitz war. Nun, hatten Sie, bevor Sie nach Auschwitz verbracht worden sind, schon irgendwelche Kenntnis von dem, was in Auschwitz vor sich ging? Nein, ich wusste auch nicht, dass diese... Ich habe mich ja gemeldet, freiwillig, ja, zu einem Transport, weil ich gewusst habe, dass die Kinder in Plaschow nicht am Leben bleiben werden. Und ich wusste nicht, dass dieses Auschwitz, das war, was in Wirklichkeit gewesen ist. Aber es ist dann so gekommen. Ja. Sie hatten sich also so freiwillig gemeldet mit einer Gruppe von Tischlern und Klempnern. Richtig. Obwohl Sie weder ein Tischler noch ein Klempner waren. Sie glaubten, dass das günstig für Sie wäre. Um den Jungen zu werden. Und Sie haben auch bei dieser Gelegenheit Ihren Jungen mitnehmen können. Jawohl. Um es vorweg festzustellen, Ihr Junge ist auch noch am Leben. Jawohl. Er hat das Lager Auschwitz überlebt. Gott sei Dank. Und befindet sich heute wo? In Israel. In Israel. Nun, als Sie dann Anfang 44, sagten Sie, nach Auschwitz kamen, wissen Sie ungefähr noch den Monat, wann es gewesen sein könnte? Ich glaube, es war Februar. Sie meinen, es wäre Februar gewesen? Januar oder Februar. Ja. Ende Januar, Anfang Februar wird es gewesen sein. Wie lange sind Sie dort geblieben? Bis zum letzten Todesmarsch. Bis zum letzten Todesmarsch. Und Sie kamen nach Auschwitz mit etwa wie vielen Personen? Wir waren, ich glaube, es waren 70 oder 80. So, also um die ungefähr. 80 herum. Und Sie wurden eingeliefert ins Lager Auschwitz. Direkt. Oder? Eine Selektion fand nicht statt bei Ihnen. Und auf diese Weise ist auch Ihr Sohn mit ins Lager gekommen. Sehr richtig. Ihr Sohn wurde eingesetzt als Läufer. Richtig. Während Sie selbst was für Tätigkeit hatten? Zuerst habe ich in verschiedene Arbeitskommando gearbeitet und zuletzt, wie die Polen das Lager verlassen haben, da wurde ich Blockschreiber auf Block 14. Wann war das? Wie die Polen Auschwitz verlassen haben. Es war eine Zeit, zuerst waren die Polen die Inhaber dieser Stellen. Ja. Und dann, wie die verlassen haben. Das muss aber doch erst Anfang 45 gewesen sein. Nein, das war Mitte 45. Nein, Mitte 44. Mitte 44. Mitte 44, ja. Mitte 44. Da wurden Sie dann noch Blockschreiber auf Block 14. Auf Block 14. Jawohl. Nun, Herr Zeuge, mit welchen Arbeiten sind Sie sonst beschäftigt worden, vor dem Sie Blockschreiber wurden? Ich war ja eine kurze Zeit in das Kommando, wo die Selektion, wo die Sachen von den angekommen sind. Kanada? Ja. Da waren Sie drin, kurze Zeit, kurze sagten Sie. Zeit. Und was haben Sie im Übrigen getan?
Bitte? Was hatten Sie sonst für eine Arbeit? Dann war ich eine Zeit lang bei der Bauarbeit. Bei Bauarbeiten beschäftigt. Ist Ihnen aus dieser Zeit der Angeklagte Kaduk in Erinnerung? Sehr. Sehr in Erinnerung. Wieso haben Sie diesen Kaduk kennengelernt? Also ich möchte wissen, von wann ab wussten Sie, dass die Person Kaduk war? Das wird kurz nach meiner Ankunft gewesen sein. Denn ich habe zufällig von Kaduk das Wort Pironie gehört. Was haben Sie gehört? Das Wort Pironie. Pironie, das ist ja ein schlesisches Wort. Ja. Dann habe ich gefragt, ob das in Schlesien ist. Ja. Wurde mir gesagt, das ist der bekannte Kaduk, das Lagergespenst. Das Lagergespenst. Und haben Sie ihn selbst irgendwie gesehen bei gewaltsamen Handlungen? Jawohl. Und zwar, was haben Sie gesehen? Wollen Sie uns das mal erzählen? Erstens mal bei einer Selektion in der alten Wäscherei. Wann war die ungefähr? Das war kurz nach unserem Kommen. Das musste Anfang 44 gewesen sein. Anfang 44, meinten Sie? Und da war in der alten Wäscherei eine Selektion. Wollen Sie uns mal bitte sagen, wo war die alte Wäscherei? Ich glaube, Block 2 oder 20, ich kann nicht... Wie war das eben? Block 2 oder 20? Block 2 oder 20. Mhm. Ja, fällt Ihnen das Gehen sehr schwer oder können Sie mal an die Karte gehen und können uns das zeigen? Bitte sehr. Bitte schön, dann gehen Sie doch mal hin. Das ist das Lager Auschwitz I. Sie sehen links unten einen schwarzen Pfeil. Das war das Eingangstor. Richtig. Bitte. Links unten ist der schwarze Pfeil. Also ich fahre hier auf diesen Block. Da wird es gewesen sein, hier. In diesem Block? Ja. Zwei. Und da war die alte Wäscherei? Jawohl. Und wo waren Sie untergebracht? Zuerst Amtsarbeitig, zuletzt auf dem Block 14. Zuletzt auf dem Block 14? Ja. Und vorher? Und vorher war ich auf, hier auf dem Block 3 und dann 18. Ja, Dankeschön. Bitte schön. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Was hatten Sie für eine Häftlingsnummer? 174-216 und Ihr Sohn? 217. 174-217. Mein Sohn 216 und ich 217. So. Sie 217 und der Sohn 216. Weil ich ihm immer vorgeschoben habe. Ja. Nun, Herr Zeuge, interessiert uns diese Selektion in der alten Wäscherei. Sie hatten gesagt, wann ist das gewesen etwa? Das wird gewesen sein, April, Mai. April oder Mai? Oder sogar früher, weil es noch kalt war. Es war noch ziemlich kalt. Es war schon kalt? Ja. Noch kalt oder schon kalt? Noch kalt. Also Sie sind Anfang 44, im Februar 44 hingekommen. Ja, genau. Können Sie sich noch entsinnen, ob das unmittelbar nach Ihrer Ankunft war, also in den kalten Tagen, vielleicht noch Februar, März, oder ob es schon im Herbst war, wenn es wieder kalt geworden ist, im Oktober oder November? Nein, durchaus nicht. So lang nicht? Kann ich mich nicht erinnern. Sie genau. Können sich nicht mehr genau erinnern. An die Zeit kann ich mich nicht erinnern. Ich frage Sie nur deshalb,
weil Sie bei Ihrer Vernehmung einmal gesagt haben, auf eine Selektion im Oktober oder November 1944, die von Kaduk, nein, da erinnern Sie sich nicht mehr drauf, das ist ein Irrtum meinerseits. Sie meinen also, Sie erinnern sich an eine Selektion Anfang 1944, wollen sich aber in der Zeit nicht genau festlegen, in der alten Wäscherei. Jawohl. Zu welcher Tageszeit fand die statt? Morgens, mittags? Abends. Abends, nach dem Appell? Nach dem Appell. Mussten Sie nach dem Appell noch stehen bleiben? Jawohl. Und wer musste stehen bleiben? Alle? Alle. Alle? Oder hieß es Juden oder irgendjemand vorträgen? Zu der Zeit waren hauptsächlich Juden. Hauptsächlich Juden. Zu der Zeit waren hauptsächlich Juden. Ja. Es wurden also alle zurückgehalten nach dem Appell. Es hat geheißen Juden raus, aber es waren fast alle Juden. Fast alle Juden. War das nur für Ihren Block, wo Sie untergebracht waren, oder galt das für alle Blocks, das heißt für das gesamte Lager? Für alle. Für das gesamte Lager? Das gesamte Lager. Eins, Auschwitz I. Ja. Nun, nachdem Sie nun stehen geblieben waren, was ging nun vor sich? Erzählen Sie uns bitte mal. Dann sind wir getrieben worden zur alten Wäscherei. Sie sind getrieben worden zur alten Wäscherei, das haben Sie uns eben gezeigt, oben, ja. Und dort war der Kaduk und noch einer. Wissen Sie, wer das noch war? Ich glaube, es war der Klausen. Sie meinen, es wäre der Klausen gewesen? Ja. Und ich habe das Empfinden gehabt, dass das war eine rein kaduksche Selektion. Und worauf stützte sich dieses Empfinden? Nur weil gewöhnlich bei einer Selektion mehrere Personen anwesend waren? Ja, und da waren nur zwei. Und am Abend. Es waren zwei. Das sagten Sie uns eben bereits, nämlich Kaduk und noch einer, von dem Sie annehmen, es möchte Klausen gewesen sein. Jawohl. Und die waren dort. Mussten Sie an diesen Leuten vorbeigehen? Jawohl. Mussten Sie sich vorher ausziehen? Ganz. Ganz ausziehen. Wo blieben Ihre Kleider? Die, sobald wir angetreten sind in der alten Wäscherei, haben wir uns ausziehen müssen. Und wo haben Sie da Ihre Kleider? Dort, wo wir gestanden sind. Da, wo Sie gestanden sind? Ja. Also am Appellplatz? Nein, in der alten Wäscherei. In der alten Wäscherei. Würden Sie uns einmal die Örtlichkeit ein bisschen näher beschreiben? War das eine lange Baracke, durch die Sie durchgehen mussten, wo also diese Waschmaschinen oder Waschkessel oder was da war, gestanden haben, mussten Sie da durchgehen? Jawohl. War es so, dass Sie auf der einen Seite in die Baracke reingehen mussten, auf dann der anderen durchmarschiert. Seite? Ja? Durchmarschieren müssen. Durchmarschierten auf der anderen Seite heraus. Gingen Sie da einzeln? Einzeln? Einzel. In einer Reihe? Gänsemarsch. Im Gänsemarsch. Wo befand sich Kaduk zu dieser Zeit? Dort, so in der, fast in der Mitte, nein, mehr nach oben. Mehr nach dem Ausgang zu. Ja. Und stand er da, saß er da oder? Er stand mit einem Stöckchen in der Hand. Mit einem Stöckchen in der Hand. Und Sie sind auch vorbeigegangen? Jawohl. Und Ihr Sohn auch? Nein, mein Sohn war nicht dabei. Nicht dabei. Und wie kam das? Sie sagten, es mussten doch alle. Hat er sich verbergen können? Hat sie vermeiden. Ja. Nun sind Sie vorbeigegangen. Vor Ihnen Leute, hinter Ihnen Leute. Was hat Kaduk gemacht? Mit dem Stöckchen bloß rechts oder links gezeigt. Wenn er jemanden mit dem Stöckchen angezeigt hat, der war das. Also er hat mit dem Stöckchen auf die Leute gedeutet. Auf wem er gedeutet hat, der ist verurteilt. Das war das Urteil. Was geschah mit dem? Wurde er aufgeschrieben? Aufgeschrieben, die Nummer. Wer hat das gemacht? Wer hat aufgeschrieben? Darauf habe ich keine Aufmerksamkeit. Haben Sie keine Aufmerksamkeit? Keine Aufmerksamkeit gehabt. Schön. Er hat also auf Leute gedeutet und die wurden aufgeschrieben. Und dann ging aber alles, ob aufgeschrieben oder nicht aufgeschrieben,
aus der Baracke wieder hinaus. Richtig. Sie wurden damals nicht aufgeschrieben. Nein. Wo gingen die Leute, die aufgeschrieben worden sind, dann hin? So präzise kann ich das nicht wissen, aber die sind dann auf die Pfanne gekommen. Wo also sind sie hingekommen? Auf die Pfanne. Das war der Lagerausdruck. Das Krematorium. Nun, Herr Zeuge, würde mich Folgendes interessieren. Sie haben doch damals in einem Block, waren in einem Block untergebracht. Sie meinten, es wäre 17, glaube ich, gewesen, nicht? Oder 18. Oder 18, ja? Waren denn aus diesem Block auch Leute, die aufgeschrieben worden sind? Jawohl. Gingen die mit Ihnen zunächst in den Block zurück? Jawohl. Die gingen mit Ihnen zurück, als ob nichts geschehen wäre? Alles ist zurückgekommen. Alles ist zurückgekommen. Und wann wurden diese Leute denn nun zur Vergasung gebracht? Wie am Sie nächsten sagen? Abend haben wir sie nicht mehr gesehen. Dürften die am nächsten Morgen mit zur Arbeit ausrücken? Das entgeht meines Wissens. Das entzieht sich Ihrem Wissen. Jedenfalls am nächsten Abend, sagen Sie, waren Sie nicht mehr da. Wo Sie hingekommen waren in der Zwischenzeit, haben Sie da irgendeine Kenntnis? Freilich haben wir gewusst. Nämlich? Dass die ins Krematorium gegangen sind. Bitte? Dass die ins Krematorium gebracht ja, wurden. Ja, und wieso haben Sie das gewusst und was haben Sie für Anzeichen dafür gehabt, dass es so gewesen ist? Nur, das muss ich noch zurückgreifen. Es war ja auch Fälle, wo ich den Kadu gesehen habe im Lager, wann er einen Muselmann angetroffen hat oder jemand von der Häftlinge seine Nase ihm nicht gefallen hat, hatte sich die Nummer geben lassen. Und die Leute sind auch am nächsten Tag verschwunden. Und daher wussten wir, dass die ins Krematorium gekommen sind. Die Leute, die da in der alten Wäscherei ausgesondert worden sind, waren das besonders schwache und elende Menschen? Größtenteils. Größtenteils. Sogenannte Muselmänner. Ja. Also es war nicht so etwa, dass besonders arbeitskräftige oder arbeitsfähige Leute ausgesondert worden sind. Es war auch das, solche dabei, aber wenig. Es waren auch solche dabei, aber wenig. Kaduk behauptet nämlich, diese Aussonderungen hätten den Sinn gehabt, Transporte zusammenzustellen für auswärtige Läger, die mit Arbeitskräften versorgt werden sollten. Meines Erachtens nach keine Spur. Und warum nicht? Weil damals keine Transporte überhaupt mehr weggegangen sind. Waren denn die Leute in der überwiegenden Mehrzahl so schwach, dass man sie als Arbeitskräfte im Allgemeinen gar nicht ansprechen konnte? Das nicht. Das nicht? Wir waren alle in sehr geschwächtem Zustand. Alle, alle. Aber Sie wissen doch, Sie hatten doch in dem Lager den Begriff Muselmann. Sie haben ihn jawohl, eben selbst gebraucht. Jawohl, jawohl. Waren auch solche dabei? Sehr viele. Sehr viele. Sie verstehen, was ich fragen will. Wenn ein Transportkommando für eine Arbeitsstelle zusammengestellt werden soll, wählt man ja im Allgemeinen die von den Schwachen die Kräftigsten aus. Ich habe das Hohe Gericht verstanden. Bitte? Ich habe das Hohe Gericht verstanden. Ja, dagegen, wenn ich jemanden aus, oder nicht ich, wenn jemand ausgewählt werden soll, der in die Gaskammern kommen soll, da wird man eben nicht im Allgemeinen die Kräftigsten genommen haben, sondern man wird die Schwächsten genommen haben. Das Letzte war der Fall. Das Letzte war der Fall. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass Sie mir die Frage beantworten können, wie viele Personen ungefähr an diesem Abend ausgesondert worden sind? Das können Sie nicht wissen. Nein. Nun, Herr Zeuge, haben Sie uns eben gerade gesagt, dass auch im Lager Sie den Kaduk öfter gesehen hätten, wenn er irgendeinen Menschen, der ihm aus irgendeinem Grunde nicht gefallen hat, dass er irgendeinen Menschen hat aufgeschrieben und dass dieser Mann dann verschwunden war. Sehr häufig. Ja, können Sie sagen, sehr häufig.
Können Sie uns eine Zahl nennen, von der Sie meinen, dass es in so vielen Fällen geschehen sein könnte? Also in wie vielen Fällen? Ja. Ich habe es nicht gezählt. Ja. Aber größtenteils, wenn ich Blogschreiber war, war ich doch während des Tages im Lager. Ja. Und da konnte ich beobachten, wenn der Kaduk sich ins Lager begeben hat, da ist wie ein Feuer ein Sextuch gelaufen, sein Ruf. Und jeder hat sich verstecken wollen in ein Mausenloch. Aber ich als Blogschreiber konnte das nicht. Und habe vielmal beobachtet, wie er Leute angesprochen hat. So, gib mir deine Nummer. Und jeder müsste seine Nummer sofort geben. Und am nächsten Tag waren sie nicht da. Da habe ich mich dafür interessiert. Sie verstehen nicht. So. Ja. Haben Sie auch erlebt, dass er Leute geschlagen hat im Lager? Mich selbst. Womit? Mit der Hand? Mit dem? Es war ja, wie ich Blogschreiber war, hat mir ja ein Mann gefehlt. Ja. Bei dem Appell. Einer hat sich verkrochen und ist verschlafen. Und nach einer gewissen Zeit, nach einer kurzen Zeit, hat man ihn herausgeholt. Dann ist der Kaduk auf mich zu und hat mir eine Ohrfeige gegeben, dass ich einen Fuß tritte, dass ich 5 Purzelbäume vielleicht gemacht habe. Ja. Hat er auch mit... Und das war ja nicht meine Schuld. Hat er auch mit einem Stock geschlagen? Oder mit einer Peitsche? Zu der Zeit nicht. Nur ein Ohrfeige und Fußtritt. Ja. Was geschah denn mit dem Mann, der da verschlafen hatte und der sich verkrochen hatte? Der ist am nächsten Tag nicht da gewesen. Nicht da gewesen? Haben Sie noch mehr Selektionen miterlebt? Nein. Nein? Ich meine jetzt Selektionen, bei denen auch Ärzte beteiligt gewesen sind. Nein. Haben denn solche Selektionen stattgefunden in Ihrer Zeit? Nein. Sie haben bei Ihrer Vernehmung gesagt, im Jahr 1962 in Kissingen, während meines Aufenthalts in Auschwitz haben mehrfach Selektionen stattgefunden. Ich meine, es sei 3 oder 4 Mal der Fall gewesen. Die Selektionen wurden von einem Arzt vorgenommen. Ich war aber nicht dabei. 13.392. Ich habe versucht, mich bei den Selektionen zu verbergen. Ich habe damals 60 Pfund gewogen und befürchte, für den Gastod ausgesucht zu werden. Ich habe mich immer gedrückt. Ich habe mich immer verborgen. Ja. Ich war nicht dabei. Sie waren nicht dabei. Aber können Sie sich noch erinnern, dass überhaupt solche Selektionen stattgefunden haben? Also man ist aufgerufen worden. Ja, wir haben genommen, es ist Selektion. Ja. Und bis heute bin ich sicher, dass es Selektion war. Ich verstehe, das habe ich nicht verstanden. Bis heute bin ich noch sicher, dass es zur Selektion aufgerufen worden ist. Ja. Nun, Herr Zeuge, Sie haben einen Gehfehler. Stammt er auch von Auschwitz her? Jawohl. Und was haben Sie für ein Leiden? Ich habe ein schweres Herzleiden und Kreislaufstörungen in höchstem Maß. Ja. Haben Sie, also Sie sagten eben, Sie seien von Paten Kaduk mit der Hand geschlagen worden. Jawohl. Bei Ihrer Vernehmung haben Sie gesagt, ich bin mehrmals von Kaduk persönlich misshandelt worden. Er hat unter anderem mit einer Reitpeitsche auf mich eingeschlagen. Ich habe noch am rechten Backen Narben, die von den Peitschenhieben Kaduks herrühren. Das war ja vorher. Vor dem Sie Blogschreiber waren? Ja. Aber daran können Sie sich noch erinnern. Jawohl. Dass er auch mit der Peitsche geschlagen hat. Jawohl. Und Sie sagten, Sie hätten bei einer Misshandlung einmal am Rande der Bewusstlosigkeit gestanden. Das war ja damals bei dem Appell.
Das war bei dem Appell, wo der eine Häftling fehlte. Ja. Haben Sie auch mal gesehen, dass er einen Häftling aufgehängt hat? Jawohl. Und wie war das und bei welcher Gelegenheit? Das war ja, zwei Polen sind geflüchtet. Und die sind dann zurückgebracht worden ins Lager. Ja. Und Bunker Jakob hat die Schlingen angelegt. Die zwei Polen haben Hitler beschimpft. Und der eine hat intoniert die polnische Hymne. Da hat der Karduk zugelaufen zu den einen, hat einen Ohrfeige gegeben und den Schemmel weggestoßen. Mit den Beinen, mit dem Fußtritt weggestoßen. Hat Karduk sich auch beteiligt an diesen Schlägen auf den Bock? Zu meiner Zeit glaube ich nicht. Sie hatten ausgesagt, eine besondere Spezialität für Karduk war auch, sich bei den Schlägen auf dem Bock zu beteiligen. Ja, das wurde mir erzählt. Das war ja allerdings früher. Ich habe beobachtet, dass er selbst auf das Gesäß der Misshandelten eingeschlagen hat. Das war einmal bloß. Also das haben Sie selbst gesehen? Einmal, das war das letzte Mal, wie es überhaupt im Lager vorgekommen ist. Wann war denn das ungefähr? Mitte 44. Mitte 44. Und dann wurde nicht mehr geschlagen? Also ja, meines Erachtens nach, wie ich weiß, ist seit damals der Bock nicht mehr benutzt worden. Nicht mehr benutzt worden. Hat Karduk bei Selektionen auch nachgeforscht, ob sich irgendwelche Leute versteckt hatten? Ja, das war eine Durchsuchung bei der Selektion. Bei den Selektionen? Aber ob Karduk selbst es gemacht hat oder die anderen? Das wissen Sie nicht mehr. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Von Seiten des Gerichts nicht mehr, von Seiten der Staatsanwaltschaft, Herrn Rechtsanwalt Ormond, Rabe, Strott. Herr Dr. Reines. Ich habe keine Fragen über die Angeklagte, keine unbestellten Erklärungen. Bitte schön, jawohl. Hohes Gericht, die letzte Selektion war gewesen im Stammlager Auschwitz im Jahre 1944 am 18. Januar. Ich habe bei Selektionen über Leben und Tod persönlich nicht entschieden. Damals war der Kommandant Liebehenschel, der hat sich damals eingesetzt in Berlin im Januar mit den Selektionen, aber von Berlin wurde abgelehnt und die wurden damals vergast. Und Liebehenschel war bis Mai gewesen. Als Kommandant zu seiner Zeit wurde keine selektiert ins Gas. Es wurden Selektionen durchgeführt durch den Arbeitsdienstführer, aber nicht durch die Blockführer oder durch Rapportführer. Die Arbeitsdienstführer haben Transporte zusammengestellt in die Außenlege. Die wurden, nach dem Appell war es Lagersperre gewesen und da wurde es befohlen, entweder an der Küche, auf der Brückenallee und wenn wir überrascht worden sind vom Regen, dann mussten alle in die Wäscherei 1 gehen. Die Wäscherei, Block 1. Dort waren die Arbeitsdienstführer gewesen und die haben sich die kräftigen Häftlinge ausgesucht. Anschließend waren Schreiber gewesen vom Arbeitseinsatz. Die haben sie listenmäßig erfasst und später vielleicht 14 Tage oder 3 Wochen wurden die dann in die Nebenleger verlegt. Ich persönlich habe in Auschwitz über Leben und Tod nicht entschieden. Jetzt möchte ich zurückzukommen über die Prügelstrafe. Die Prügelstrafe wurden nur im Block 11 ausgeführt, verabredet, nicht da am Appellplatz. Das nehme ich dem Zeugen nicht ab, da konnte er nicht dabei gewesen sein. Bei der Prügelstrafe war dabei, gebe ich selber zu, war der Schutzhaftlagerführer gewesen, der erste oder der zweite, da war ein Arzt gewesen und da
war ich der Rapport für. Entweder war der erste, zweite oder dritte. Wir haben es ihm abgelöst. Und geschlagen hatte, sagen wir, der Jakob, der hat die Schläge verteilt. Bestimmt hat dann der Schutzauflage und der Arzt über wie viele bekam. Wo haben Sie das gesehen, dass der Kaduk auf dem Bock Prügelstrafen vollstreckt hat? Das war ja unbedingt nicht dort im Block 1. Das war ja ungefähr dort in der Gegend, wo der Galgen stand. An der Küche? Wo der Galgen stand. Stand der Galgen nicht an der Küche? Das, nicht an der Küche, an den Galgen. So, bei diesem sogenannten Kaduk'schen Bau, Kaduk'schhaus, oder wie, dort war so ein Turm. Es war ein? So ein kleiner Turm. Turm? Der genannt wurde Kaduk-Turm. Ja. Und da stand auch der Bock? Ja, wie ich es gesehen habe. Wie Sie es gesehen haben. Und auf da diesen, ist es dort passiert. Und auf diesem Bock haben Sie gesehen, dass Prügelstrafen durchgeführt worden sind? Ja? Ja. Und die Selektion ist bestimmt nicht im Januar vorgekommen, denn im Januar war ich noch überhaupt nicht in Auschwitz. Da waren Sie noch nicht in Auschwitz? Nein. Aber Sie wissen genau, an diese Selektion sich zu erinnern? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Herr Direktor, es waren Selektionen, wie man das nennt, das ganze Jahr. Und zwar war es gewesen, Januar war die Selektion, war es ganz. Dann war es im Februar, im März, waren auch Selektionen gewesen. Und dann später war es im Juni und Juli. Und im August, Ende August, sind drei Transporte gegangen nach Bremen, nach Neugamme. Ja, und Sachsenhausen. Also, das haben Sie uns ja schon mehr gesagt. Das habe ich erklärt. Ich will Ihnen nur Folgendes vorhalten. Ich habe den Zeugen doch sofort gefragt, welche Leute wurden denn ausgewählt? Nämlich arbeitsfähige, kräftige Leute oder Muselmänner und schwache Leute? Da hat er gesagt, in erster Linie Muselmänner und schwache Leute. Die schickt man ja nicht auf ein fremdes Kommando. Nein, da schickt man, die schickt man ins Gas. Das ist aber sehr verständlich. Ich habe nicht bestimmt, Herr Direktor, das waren die Ärzte gewesen damals. Aber der Lagerarzt hat bestimmt. Wir Unterführer haben überhaupt nicht bestimmt, wer ins Gas gegangen ist. Auch an der Rampe nicht, Herr Direktor. Das nehme ich niemand ab. Ja, naja. Dann nehmen Sie wieder Platz. Dankeschön, Herr Direktor. Bitte schön. Wenn keine Fragen mehr zu stellen sind, keine Erklärungen mehr abzugeben sind, Herr Zeuge, was Sie uns gesagt haben, können Sie mit gutem Gewissen beschwören. Jawohl.